Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Fabian und ich beantworte heute eure Fragen zu meiner Schizophrenie. Die erste Frage ist von Inaktivkuhle: Was war dein bestes und dein schrecklichstes Erlebnis während eines psychotischen Schubes? Also mein bestes Erlebnis war, glaube ich, das, wo ich noch Liebe gespürt habe und wo ich ziemlich verarscht worden bin mit der wahren Liebe und so. Ich habe es halt in meinen Kopf gehört und das war ein sehr schönes Gefühl, natürlich nicht echt, aber da habe ich wenigstens noch was gespürt, weil das ist jetzt nicht mein schrecklichstes Erlebnis, aber eines Tages haben sich meine Gefühle, da war ich gerade im Mauer, haben sich meine Gefühle vermischt. So Hass, Selbsthass, Trauer, Wut, Zorn, die haben sich alle vermischt und ein grindiges Gefühl entstehen lassen und ein paar Tage später oder am nächsten Tag gleich, das bin ich mir nicht sicher, habe ich gar nichts mehr gespürt. Also nur sehr wenig. Das war wahrscheinlich eine Schutzreaktion vom Körper, weil das war wirklich ein grausliches Gefühl. Und seitdem spüre ich halt wenig. Sagen wir einfach mal wenig. Auf jeden Fall mein schrecklichstes Erlebnis war, wie ich einen psychotischen Schub, da habe ich länger keine Medikamente genommen und mir ist super gegangen, aber dann habe ich einen Schub gekriegt und dann ist mein Wille komplett gebrochen. Das war ziemlich scheiße. Ich habe mich überhaupt nicht mehr entscheiden können. Es ist so um gut-böse gegangen, für was ich mich jetzt entscheide, welche Seite und alles ganz creepy und so. Und wenn ihr mehr wissen wollt über sowas, ich kratze jetzt einmal nur an der Oberfläche von den Stories. Da mache ich dann ein extra Video, falls euch wirklich interessiert. Dann mache ich das ein bisschen genauer. Okay, das war's mit der ersten Frage. Dynamics hat auch eine interessante Frage. Wie unterscheidet man zwischen Einbildung und Wirklichkeit? Also im Schub, also wenn du echte Halluzinationen hast, kannst du das nicht von der Wirklichkeit unterscheiden. Du bist einfach drin und das Gemeine an einer Schizophrenie ist, man glaubt einfach, dass alles logisch ist. Alles, was passiert, ist logisch. Es hat alles Zusammenhänge und das kann man sich dann so zusammenbasteln alles. Und irgendwie macht alles in der Psychose komplett Sinn. Was für andere natürlich keinen Sinn machen wird. Aber ja, also wirklich unterscheiden, wenn man drin ist, im Nachhinein bist du immer gescheiter. Da kannst du dann denkst, wow, das war ja voll dämlich und so. Aber wenn du mittendrin bist, dann kannst du das nicht wirklich unterscheiden, die falschen Annahmen von der Realität. Ich kann es jetzt schon, aber ich war lang genug drinnen und habe Teile geglaubt von der Schizophrenie und das kann einem echt viel Leid bringen, lieber Dynamics. Auf jeden Fall, weiter geht's mit der nächsten Frage. Christina fragt, hast du viele Akutphasen? Also, viele. Ich habe lange Akutphasen. Also, man könnte es als Akutphasen beschreiben, aber eigentlich, die kommen im Jahr, habe ich vielleicht. Es ist unterschiedlich. Wenn man gut auf die, sagen wir es einfach so, wenn man gut auf die Medikamente eingestellt ist, dann hat man keine Akutphasen. Außer man definiert das als Akutphase, das Stimmen hören und die Optik. Meine Optik ist immer ein bisschen verändert. Und Akutphasen sind bei mir, wenn ich auch echte Halluzinationen habe. Und wenn es halt schlimmer ist, wenn es einfach ein Schub kommt. Aber so, mit dem Medikament habe ich eigentlich nicht so viele Akutphasen, muss ich ehrlich sagen. Gut, wie geht's weiter? Die Caroline schreibt, erzähl mal von deinen absurdesten Gedankengängen und Überzeugungen. Also das Absurdeste, was ich wirklich lange Zeit glaubt habe, weil sich das über die ganze Schizophrenie aufgebaut hat, bis zu dem einen Moment, dass ich quasi, also die Schizophrenie hat mich zu einem Gott gemacht. Also nicht wirklich zu einem Gott gemacht, aber ich hätte gedacht, dass ich der Gott von einem Multiversum bin wegen der Schizophrenie. Und ich habe gedacht, dass, egal wie blöd ich das anhört, ich habe sogar gedacht, dass ich Infinity Stein habe, weil ich habe in der Schizophrenie wirklich gedacht, jetzt kommt's, dass alles, wenn alles möglich ist, dass wenn man das auch möglich ist, dass jede Serie und jeden Film,
quasi in echt auch gibt. Sagen wir mal, dass es in echt auch gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und den Glaube habe ich lange Zeit gehabt, bis ich das Kartenhaus zusammengebrochen habe und was sich einfach aufgebaut hat. Über die ganze Schizophrenie bis zu den Einschub. Das war der Masterschub, könnte man sagen. Und da, ich habe immer echte Halluzinationen gehabt und darum habe ich es ja geglaubt. Das waren meine Beweise für mich. Und darum war ich so drinnen in der Schizophrenie, weil ich eben echte Halluzinationen gehabt habe. Und das ist echt gefährlich. Ich bin froh, dass ich jetzt draußen bin. Aber scheiße gelaufen. Aber jetzt ist es ja zum Glück vorbei. Jetzt höre ich dann auch die Stimmen und habe meine Pseudo-Halluzinationen, wie ich das so gerne nenne. Das ist einfach Silhouetten sehen, wenn es dunkel ist oder so. Das stört mich nicht wirklich. Aber echte Halluzinationen sind da viel gefährlicher. Aber da gehe ich noch tiefer drauf ein in einer Frage, die erst ein bisschen später kommt. Also einfach weiter das Video genießen. Der Robert will wissen, glaubst du dem Psychiater-Dreck wirklich? Oder Psychiater-Mist halt. Also ich glaube meinem Psychiater, dass ich schizophren bin und dass ich Medikamente brauche. Und viel mehr bespreche ich nicht mit meinem Psychiater. Also ganz ehrlich, ich habe selber bei mir erfahren, dass ich die Medikamente brauche. Weil wenn ich es nicht nehme, sind die Schübe so viel extrem stärker und machen mich nur noch viel mehr fertig. Also ja, ich würde sagen, den Psychiater müsste ich hören, glaube ich zum Teil. Ich muss nicht alles glauben, aber ich weiß, dass ich erkrankt bin und dass ich Pillen nehmen muss, um stabil zu bleiben. Ich meine, es wird sicher, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob es ohne gehen wird, weil das ist ein trickiges Thema. Meine Schizophrenie wirkt sich sehr stark aus, wenn ich keine Medikamente nehme. Und jetzt nehme ich es wieder regelmäßig und mir geht es eigentlich besser. Und Nebenwirkungen habe ich auch nicht so extreme. Also ich krieg's im Alltag nicht so mit, dass mit dem Fuß wackeln zum Beispiel, was ich ja schon in einem Video von mir gesehen habe, weil das passiert öfter. Ich habe ja dann Bewegungsdrang durch die Medikamente. Und ja. Aber es sind nicht so schlimm, Medikamente nehmen für die, die was. Aber da kommen wir, da gibt's noch mehr Fragen. Darauf komme ich später wieder zurück. Der Tim will wissen, was sich alles geändert hat, seitdem ich erkrankt bin. Das ist eine gute Frage. Also, ich bin eindeutig verrückter geworden. Meine Craziness ist angestiegen. Ich bin aber froh, dass ich erkrankt bin, weil ich bin einen ziemlich falschen Weg gegangen mit sehr viel Drogenkonsum und ich war sehr böse, 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 böse. Also allgemein auf die Menschheit, ich war ein Misanthrop, könnte man sagen, weil ich mich nur auf das Negative fokussiert habe an die Menschen. Ich habe mir die ganze Deep Web Videos angeschaut, was brennt und so, das hat mich einfach interessiert und damit habe ich immer mehr einen Hass auf die Menschheit bekommen und das hat sich halt gelöst irgendwie. Jetzt vertraue ich wieder auf die Menschen. Es gibt halt immer zwei, wie ein zweischneidiges Schwert, Schmerz. Auf jeden Fall kann man mit Yin und Yang vergleichen, das Böse im Guten und das Gute im Bösen. Das ist immer, das gehört zu uns Menschen einfach, wir haben es einfach in uns. Keiner ist wirklich nur böse und keiner ist auch nicht wirklich nur gut. Also ich habe mich auf jeden Fall verbessert seit der Schizophrenie und ich lerne auch immer dazu durch die Schübe. Und mit jedem Schub, den ich habe, lerne ich mehr Tricks, wie ich besser aufpasse. Also ich merke es früher schon, also ich glaube einfach nichts mehr, was die Schizophrenie sagt seit dem letzten Schub. Und das ist auch sehr gut. Also, ja, so richtig. Ich habe halt meinen Führerschein nicht fertig machen können und meine Lehre habe ich nicht fertig machen können. Das sind zwei schwerwiegende Themen, die Schizophrenie hat mich einfach ein bisschen aus dem Leben rausgefeuert. Rausgeschossen. Und ja, aber jetzt, wo ich es erkenne, dass ich erkrankt bin und nicht mehr so in der magischen Schizo-Welt bin, ist eigentlich schon besser geworden und es wird auch immer besser. Also einfach stark bleiben. Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Ja, Entschuldigung,
Das ist eine sehr interessante Frage von Dennis. Hast du Dinge gesehen oder Situationen erlebt, die es in der Realität nicht geben kann, bist aber dennoch nicht sicher, ob es nicht doch real war? Da habe ich viele Situationen sogar schon erlebt. Ich kann sie mal aufzählen. Ich habe einen Stab in drei Teile gebrochen, wie ich eine unmögliche Runde gegangen bin. Super Story übrigens, die erzähle ich euch vielleicht nochmal. Und da habe ich mit einmal brechen einen Holzstab, mein Wanderstecken in drei Teile, in drei gleich große Teile gebrochen einfach. Und das war der erste Startschuss, dass mich richtig in die Schizophrenie reinhaut und dass ich glaube, was die Schizophrenie sagt. Weil wenn man sowas macht, das sind natürlich echte Halluzinationen, aber wenn man drin ist und man macht sowas und im Nachhinein denkt man sich immer so, scheiße, war das jetzt echt, war das nicht echt, was stimmt jetzt, was ist Realität, was ist Illusion? Und man kann es nicht wirklich wissen als Schizophren. Also für mich, ich habe es jetzt einfach mal als Halluzination abgestempelt, weil ich erst draufgekommen bin, in einer Schizophrenie hat man echte Halluzinationen. Und echte Halluzinationen kann man nicht von der Realität unterscheiden. Sie sind komplett realistisch scheinen und verdammt gefährlich somit. Oder zum Beispiel, dass ich überall, ja okay, das ist nicht so interessant, aber da habe ich in der Schizophrenie, hat sich meine Welt verändert, zum Beispiel, dass der ganze Garten voller Löwenzahn war und ein paar Tage später waren nur mehr vereinzelt Löwenzähne und ich habe halt gesehen, dass der ganze Garten voll ist. Aber so welche Beweise ich hätte, wenn sowas passiert, tut es dokumentieren und fragt es einfach wen, ob das real ist, dann könnt ihr es bestätigen, dass es entweder real ist oder ob es nicht real ist. Man selber als Schizophrener kann es nicht entscheiden und man kann es nicht unterscheiden, das ist das Problem dabei. Aber wenn man richtige Leute hat, Menschen um sich, kann man die dann fragen, die nicht erkrankt sind. Zum Beispiel, ich hätte einfach einen Löwenzahn pflücken können, aber und dann hätte man gesehen, ob ich in der Hand welche habe oder ob ich mir das alles einbilde. Auf jeden Fall, weiter geht's. Die Alice fragt, bemerkst du deine Schizophrenie im Alltag oder nur bei Psychosen? Also Psychose, du meinst wahrscheinlich psychotischen Schüben. Die Psychose ist ja, Schizophrenie ist eine Form der Psychose. Psychosen sind der Überbegriff. Im Alltag, ja sicher, ich schaue, dass ich es im Hintergrund halte, Schizophrenie, und da einfach mein Ding durchziehe, aber ich höre ja trotzdem die Stimmen ständig. Ich bin ja chronisch erkrankt, das heißt, bei mir hören die Stimmen nicht auf, manchmal höre ich es zwar nicht, aber im Prinzip habe ich es immer bei mir. Und sie können auch extrem nerven, die Stimmen, weil sie teilweise echt Blödsinn reden einfach. Die holen einfach das Schlechteste aus mir raus und machen, dass ich negativ denke. Ich schaue zwar, dass ich immer schön positiv denke, aber das ist halt auch nicht immer so leicht unter einer Schizophrenie, wenn man Stimmen hört. Ich meine, ich nehme es nicht so ernst, manchmal habe ich es auch lustig mit den Stimmen, aber im Prinzip ist es halt schon zart irgendwie. Also ja, ich bemerke die Schizophrenie im Alltag, auch wenn ich keine psychotischen Schübe habe. Bei mir ist die Schizophrenie ja immer aktiv, also ich habe immer meine Optik, die kriegt man auch nicht. Wenn man es so lange hat, man gewöhnt sich daran und man kriegt sie irgendwann immer so mit. Außer in der Nacht halt vom Schlafen gehen, da kriegt man es mehr mit, weil es dunkel ist und dann kann dein Gehirn mehr fantasieren quasi. Haha, hat sich gereimt. Okay, machen wir weiter. Die Susa hat gleich mehrere Dinge gefragt. Das erste, was ist deine Empfehlung beim Stimmenhören? Was meine Empfehlung beim Stimmenhören ist, also am gescheitesten ist, wenn man sich irgendwie ablenkt. Man kann zwar nicht auf die Stimmen drauf eingehen, aber man sollte ihnen nicht so viel vertrauen, weil meine Stimmen zum Beispiel haben mich dabei jedes Mal, wenn es um irgendwas Größeres gegangen ist, belogen. Und darum glaube ich meinen Stimmen nämlich jetzt zwar trotzdem noch zurück, weil wenn man Stimmen hört, ist schwierig, dass man nicht antwortet. Ja, meine Empfehlung, am besten ins Hintergrund fallen lassen, die Schizophrenie. Man darf nicht die ganze Zeit an die Schizophrenie, nur wenn man erkrankt ist, braucht man nicht sein normales Leben aufgeben. Es ist gescheiter, wenn man sich aufs Leben, auf die echte Realität konzentriert
und einfach mehr eine Scheiß-drauf-Einstellung entwickelt, was die Stimmen so sagen, meiner Meinung nach. Ich meine, ist nicht immer leicht, aber es ist am Gescheitern, glaube ich, wenn man sich da nicht so drauf einlässt. Okay, nächste Frage. Hast du Symptome trotz der Einnahme von Neuroleptikern? Ja, habe ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei mir überhaupt wieder weggeht, weil es bei mir chronisch ist, aber derzeit bin ich so gut eingestellt, dass die Schizophrenie erträglich ist. Was waren für dich die wichtigen Schlüsselerfahrungen, Sätze, die dir geholfen haben? Also das Wichtigste in meiner Schizophrenie war, dass ich auf eine Lüge, wie ich ganz drinnen war, wie ich quasi das Kartenhaus auseinandergenommen habe, wie ich die unterste Karte entfernt habe. Die Schizophrenie hat mich angelogen, das war sogar für mich zu unrealistisch. Das Krieg in meinem Kopf erst, das hat mich wieder rausgebracht. Natürlich kann man nicht wissen, was stimmt, aber wir sind psychisch krank. Also ich rede für die, die wirklich eine Schizophrenie oder Psychose haben. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das die Realität ist. Natürlich gibt es halt viele verschiedene Meinungen dazu. Manche glauben, ja, das sind Gaben, diese Stimmen hören. Aber meine Stimmen sind auf jeden Fall keine Gabe, weil sie mich die ganze Zeit belügt. Nicht immer, aber bei den magischeren Dingen. Eine Schizophrenie will irgendwie. Manchmal frage ich mich, ob die Schizophrenie absichtlich das macht, das ganze Magische, oder ob sie sich selber nur einbildet. Im Prinzip ist ganz komisch. Meine Schizophrenie, Stimmen hören, das sind ja nur Halluzinationen. Aber bei mir, meine Halluzinationen haben irgendwie so ein Bewusstsein entwickelt, kommt mir vor. Sie entwickelt sich der Krankheit. Darum sollte man es so früh wie möglich erkennen und behandeln. Das ist das Optimale. Weil ich habe auch nicht gleich Stimmen gehört. Wenn ich es da schon am Anfang behandelt hätte, dann wäre es sicher nicht so in schlimmen Ausmaßen kommen. Aber als Schizophrener, man weiß ja nicht selber, dass man schizophren ist. Und ich habe früher auch immer gesagt, ich kann nicht schizophren werden. Was bin ich heute? Schizophren. Ja, okay. Gehen wir aber zur nächsten Frage. Wie erreicht man Erkrankte deiner Ansicht nach ohne Krankheitseinsicht Medikamenten-Compliance? Also ein Schizophrener grundsätzlich, der in der Schizophrenie drin ist, glaubt euch sehr wahrscheinlich sowieso nichts. Ich bin mir nicht sicher, mich haben die Ärzte nicht erreicht, mich hat meine Familie nicht erreicht, mich hat meine Freunde nicht erreicht in den Anfangsphasen. Und ich war immer ein bisschen drinnen mit Einfluss in der Schizophrenie, in den anderen, in der Realität, könnte man sagen. Am Gescheitern ist Krankheitseinsicht. Ich würde einer Schizophrenen ehrlich gesagt meine Videos zeigen. Von mir aus gibt es mal neue Themen. Ich rede darüber, über meine Schizophrenie, was euch interessiert. Weil am Gescheitern ist, werden Schizophrene von Schizophrenen lernen. Weil Schizophrene oder grundsätzlich Psychotische ziemlich denselben Scheiß durchmachen, ist mir aufgefallen. Wir sehen alle Dinge, die zum Beispiel echte Halluzinationen. Jeder Schizophrene hat wahrscheinlich schon mal eine echte Halluzination gehabt, wie bei der vorigen Frage. Und da weiß er nicht, was stimmt. Und so ist er mit einem Fuß immer in der Schizophrenie drin. Also ich würde es ausprobieren, dass ihm die Empfehlung gegeben wird, dass er einfach meine Videos anschaut dazu, zur Schizophrenie. Dass er erkennt, aha, der hat auch dieses Problem. Und ja, vielleicht kommt er dann drauf, hey, das rennt bei mir auch so und der weiß das. Und ja, vielleicht stimmt es gar nicht, vielleicht sollte ich mich doch besser behandeln lassen. Es könnte sein, muss nicht sein. Ich kann es nur empfehlen, ich habe keine andere Empfehlung, zu mir ist auch keiner durchdrungen in der Schizophrenie. Darum könnte ich mir vorstellen, dass ein Video, wo einer drüber redet, über seine Schizophrenie, ihm theoretisch helfen könnte, den Erkrankten. Also ich will jetzt keine Werbung für mich machen, aber theoretisch hilft es ihm vielleicht. Weil ich rede drüber und eine Schizophrenie ist eine Erkrankung und nicht wirklich eine magische Gabe. Viele, ja, es ist schwierig. Also, ja.
Wenn man keine Krankheitseinsicht hat, dann wird man auch keine Medikamente nehmen. Auch. Und ohne Medikamente verstärkt man nur die Schizophrenie und man haut sich immer mehr in die Schizophrenie rein. Und da kann ich dann Blödsinn dabei rauskommen. Das weiß ich und wahrscheinlich auch schon viele andere Schizophrenen, die schon draufgekommen sind. Die letzte Frage von Susa: Was tut dir gut, was nicht? Das ist eine interessante Frage, weil das, ja, man muss sich ausprobieren, was einem gut tut bei der Schizophrenie und was nicht. Mir hilft teilweise das Rauchen. Ich will jetzt nicht damit anfangen, dass du zum Rauchen anfangen sollst, aber ich war schon vor meiner Schizophrenie Raucher. Wenn es mal richtig am Arsch geht, gegen Rauchen, dann geht es mir oft einmal besser. Also wenn es noch nicht raucht, fangt es auch nicht an, weil die Neuroleptika wirken übrigens schwächer, wenn man raucht. Ich bin halt schon abhängig und ja, was mir wirklich gut tut, also ich kann ein paar Sachen noch sagen, die immer gut tun. Ich bin zwar teilweise ein bisschen zu faul dafür, aber meditieren hilft, Sport treiben hilft oder grundsätzlich was arbeiten, Ablenkung, Zocken hilft. Darum kaufe ich mir jetzt auch wieder ein PlayStation 4, das hat nichts damit zu tun, aber es gibt genug Möglichkeiten, wie man, also zum Beispiel Contra-Kay, der ist glaube ich auch schizophren, meiner Meinung nach, der singt in einem Lied, die Stimmen sind nur in Bewegung leise und das stimmt auch, wenn man eine Tätigkeit hat, irgendeine Beschäftigung, dann hört man meistens die Stimme nicht wie ganz oder man kann es besser ignorieren, wenn man gerade beschäftigt ist. Zum Beispiel, während ich das Video mache, meine Stimme hat kein Wort mit mir gewechselt, weil ich gerade rede. Und sie kann nicht reden, wenn ich rede. Darum mache ich auch YouTube, dass ich wenigstens, YouTube ist für mich wie Therapie. Und es macht unheimlich viel Spaß. Also, das war's mit den heutigen Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr die Stories hören wollt, frage ich einmal Storytelling oder irgendwelche anderen Fragen zur Schizophrenie, jetzt mache ich gerne einen zweiten Teil von Schizophrener wird befragt. So nenne ich das am besten. Ist mir gerade eingefallen. Auf jeden Fall, ich hoffe, es war hilfreich für viele oder informativ. Und ja, alle Schizophrenen, vorsichtig. Es ist eine schwere Erkrankung, aber gemeinsam stehen wir das durch. Und ich werde euch immer mehr von meiner Schizophrenie erzählen. Ich will zwar nicht, dass mein Channel nur auf Schizophrenie ausgelegt bin, weil ich ja Künstler bin und ich will mich kreativ ausleben auf dem Channel. Aber ich mache auch gern Schizophrenie-Videos, weil ich vielleicht damit andere Schizophrene erreiche und denen damit aufzeige, was ich erlebt habe und das vielleicht Ähnliches erlebt haben und so vielleicht ein bisschen leichter aus der Schizophrenie rauskommen. Auf jeden Fall, das war's mit eurem Wizard. Peace out, Leute.